Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII. Im letzten Part haben wir hier in Fort Condor den Kampf gewonnen bzw. den Angriff von Shinra abwehren können. Jedoch ist das Ei, oder ich gehe mal davon aus, dass es das Ei ist, ist geschlüpft, explodiert, hat die Mutter dadurch getötet und der kleine Vogel ist mittlerweile schon weggeflogen. Wir haben Phönix bekommen, den Aufruf Phönix. Und jetzt gucke ich aber mal, konnten wir jetzt hier irgendwas machen oder... Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, weil es ging ja hier um die große Materie. Ich gehe jetzt einfach mal zurück. So. Okay, vielleicht müssen wir mit dem hier reden. Weg. Berichte dies auf alle Fälle auch meinem Vater. Der Vater war wohl dann der hier unten. Moment. Ah, stimmt ja, hier gab es auch Shop-Leute. Aber ich müsste eigentlich soweit ganz gut ausgerüstet sein. So. Das ist wahrscheinlich der hier, der sieht doch recht alt aus. Danke an alle. Vielen herzlichen Dank. Wir können euch zwar nichts geben, aber ihr seid immer willkommen. Schaut doch mal wieder bei uns rein. Ja, und eins vergaß ich, euch zu sagen. Schlüsselobjekt, große Materie. Huh? Was ist denn das? Das ist... Um ehrlich zu sein, das ist die Materie aus dem Reaktor. Wofür haben wir denn eigentlich gekämpft? Wir wollten nicht den Reaktor schützen, sondern den Kondor. Beim Bau des Reaktors wurden wir zur Arbeit gezwungen, also wussten wir, was sich im Reaktor befindet. Ich wusste, der Tag würde kommen. Nachdem die Shinra-Truppen weg waren, schlich ich mich hinein und nahm die Materie. Ich wollte euch nicht reinlegen, aber im Endeffekt, es tut mir wirklich leid. Vergiss es einfach. Jedenfalls leben wir noch. Aha. So gesehen sind wir wirklich dankbar. Ich weiß jetzt nicht, wer das letzte gesagt hat. Ich denke mal schon, dass es der Vater hier war. Dank an alle. Vielen herzlichen Dank. Wir können euch zwar nichts geben, aber ihr seid immer willkommen. Schaut doch mal wieder bei uns rein. Mehr sagt der gute Herr jetzt nicht. Wir sind fertig hier in Fort Condor. Und wir... Nee, Moment. Ich werde vielleicht doch nochmal in den Shop gucken. Nicht, dass sie irgendwas haben, was wichtig ist oder so. Moment. Weil ich weiß halt nicht, ich war schon lange nicht mehr hier in dem Shop. Es kann sein, dass ab einem gewissen Punkt der Story sich vielleicht das Inventar geändert hat. Bleibt dran. Nee, das ist jetzt eigentlich nicht wichtig. Mal zwei Hyper noch. Das passt soweit. Der hier vielleicht? Oder die? Hallo, wir müssen nur durchhalten. Was haben wir denn? Wurf haben wir, Manipulation, Todesstoß, Zerstörung, alle. Achso, man kann hier also die Alle-Substanz kaufen. Momentan sind 6 Stück angelegt. Ich dachte eigentlich, es waren nur 5. Egal. Egal, auf jeden Fall sind wir jetzt hier fertig. Es gab auch keine neue Substanz, die wir jetzt hätten kaufen können. Deswegen... Jetzt gehen wir nach Korill. Ich habe ein bisschen Angst vor Korill, muss ich sagen. Ich kann mich erinnern, dass ich es damals nicht wirklich geschafft hatte. Deswegen werde ich vorher speichern und werde zur Not, werde das, wenn es so sein sollte, dass ich neu laden muss, bis zu der gewissen Stelle vorarbeiten und dann erst ab dann wieder aufnehmen, wo dann das geschafft wird oder wie auch immer. Ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. So. Das war so eine Timing-Sache und so ein Geklicke und... Oh Gott, Himmel. Ich mag es wirklich nicht. Gut, wo haben wir denn jetzt unser Schiff? Da unten. Da komme ich ja, glaube ich, wenn ich hier lang gehe, lang, ne? Ja. Schnell, 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 bevor wir kämpfen müssen. So, jetzt geht's nach Korill. Korill war, glaube ich, auf der anderen Insel. Irgendwo hier drüben. Ich glaube, das erste hier ist die Gold Saucer. Und das heißt,
Hier oben müsste dann Korrelt sein. Oder? Ja, doch, hier ist Korrel. So. Okay. Nochmal ganz nah ran. Und jetzt wird gespeichert. Oh, ich habe wirklich ein bisschen Bammel davor. So. Okay. Jetzt will ich nochmal ganz kurz meine Materie anschauen. Ich weiß, dass der eine Gegner ein Item hatte, was ich klauen wollte. Werde ich doch vielleicht Schokomok nochmal rausnehmen. Nee, Moment, wer hat denn das gehabt? Das war doch Vincent, oder? Genau, Raub. Okay, das heißt, wir können wirklich klauen. Und dann gehen wir mal rein. Invalid Color Type. Keine Ahnung, muss von irgendeinem Mod sein. Easy, egal. So, wie ist das jetzt? Bitte kauf etwas, egal was. Nee, momentan nicht so gerne. Was willst du? Haben wir hier alles? Ja. Ja, wie gesagt, man musste irgendwas mit Korrel machen. Hey, was ist los mit der Welt? Wie es scheint, will sich niemand mehr vergnügen. Jetzt, wo Goldsaucer schließt? Was? Die Goldsaucer will schließen? Habe ich was verpasst? Das war mir jetzt ehrlich gesagt neu. Ja. Ich weiß, es war was mit einem Zug und Korrel und bla und plupp. Dann gehe ich einfach mal hier lang. Ja, wahrscheinlich muss ich hier lang gehen. Ich muss jetzt dem Zug entgegengehen oder so ähnlich. Oh Mann, ich hoffe, ich bin richtig. Ich dachte eigentlich, man kommt nach Korrel, dann wird irgendeine Sequenz gemacht. Ich lasse mal den Kampf gerade drin, dann seht ihr auch mal, wie das Ganze jetzt im Kampf aussieht. Ja, wie gesagt, dass man irgendwie so eine Sequenz bekommt und ja, keine Ahnung. Wir können ja mal Meteor ausprobieren. Ach, der ist schon tot. Naja, gut. Ich habe eine Weile gebraucht, um das richtige Charakterbild im Kampf für Red zu bekommen. Es sah alles so doof aus. Da gab es noch so Varianten, wo er als zweibeiniger Werwolf dort steht. Das fand ich irgendwie nicht so doll. Ich meine, es sieht an sich schon cool aus, aber es ist nicht Red, meiner Meinung nach. So. Ach Gott. Hätte ich doch woanders lang gemusst. Ich weiß es gerade nicht. So, die ganzen unnötigen Kämpfe werde ich auch wieder rausschneiden. Ich gehe jetzt einfach mal hier entlang. Ich hoffe, dass es wirklich richtig ist. Weil, wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung mehr. Ich hatte damals Final Fantasy VII schon bis zum Ende gespielt. Also ich hätte nur noch den Endboss besiegen müssen und wäre dann fertig gewesen. Ich hatte dann irgendwann mal so eine Phase, wo ich dachte, ach Gott, du levelst jetzt und machst dies und das und so weiter. Ja doch, ich dachte schon, ich bin falsch gelaufen. Und ja, ich hatte jedenfalls nicht weitergemacht und weil ich halt leveln wollte oder morphen und so weiter wollte. Und irgendwann dachte ich mir, oh, ich habe jetzt so Lust auf ein anderes Final Fantasy und habe damit angefangen. So, hier können wir nochmal speichern, das passt mir ganz gut. Dann brauchen wir nämlich den ganzen Weg nachher nicht nochmal gehen. So. Da. Oh, ich habe aus Versehen vorhin hier drüber gespeichert. Naja, ist ja nicht so schlimm. So. Das Schlimme an den Kämpfen ist immer, dass ich manchmal nicht mehr weiß, was ich zuletzt gesagt habe. Naja, egal. So. Hier oben war ja irgendwo der Marco-Reaktor. Vielleicht müssen wir ja dorthin. Ich denke aber, dass es bestimmt einen kürzeren Weg gab, wie ich da hätte hingekommen. Ah, das sind Soldaten. Ich glaube, die eine Materie ist gerade ein Level hochgegangen. Ich guck mal ganz kurz. Materia, HP Plus oder so, extra HP, genau. Das ist nämlich jetzt ein Level höher. Und auf Stufe 2 so gesehen. Schön. Das habe ich lange nicht mehr gesehen, dass hier irgendwas hochgelevelt ist. Was sagen denn die Soldaten? Sagen die was? Ihr seid... Ja. Ach, okay, wir müssen mit denen kämpfen.
Na gut. Ja, also anscheinend haben die Soldaten gerade den Reaktor bewacht, damit, die anderen da drin die große Materie holen können. Es ging ja darum, dass die Shinra große Materie haben wollen, um irgendwas zu machen. Das ist ein bisschen träge. Was haben wir denn hier Schönes? Komet hätten wir noch, aber die sind zu schnell auch tot. Beschwörungen. Die hätten sie ruhig bis ganz nach oben packen können. Naja. Greifen wir mal noch normal an. Ich glaube, das reicht. Wir verletzen auf jeden Fall gut was. Also, ich habe gar nicht mehr so gut in Erinnerung gehabt, wie hoch ich vom Level war. So. Okay, das hat schon gereicht. Ja, jetzt kommt nämlich so eine Art kleines, naja, nicht Minigame, würde ich sagen, aber so ein, ja doch, es ist irgendwo schon ein Minigame mit einem Zug und ich habe es gehasst wie die Pest. Ich glaube, im Moment sind wir sicher. Oh nein! Hm? Ich frage mich ernsthaft, wie der Zug da reinpasst, aber egal. Springt auf, macht schon. Ja, kommt. Ihr hättet hinterherrennen können. Die fahren tatsächlich mit dem Zug ab. Mit der großen Materie. Ist Shinra uns zuvor gekommen? Ja, es waren Shinra-Soldaten draußen. Hallo? Ihnen nach? Na klar. Hey, kennt ihr mich nicht? Ich bin Sid. Kapiert verdammt nochmal. Und jetzt lasst mich machen. Was? Das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Hey, 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 hey. Ach, ja. Da war ja was. Ja, doch, ich kann mich erinnern. Oh, no. Ja, wir fahren denen jetzt hinterher und dabei muss ich jetzt Tasten drücken. Ihr werdet es jetzt gut klimpern hören, wahrscheinlich im Mikro. Moment. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau, wie das war. Gut, dass Sid hier ist. Ich hatte keine Ahnung, dass er Züge steuern kann. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was? Was hast du gesagt? Keine Angst, ich schaff das. Zwei Hebel, einer links und einer rechts. Man muss nur die beiden Hebel abwechselnd hoch und runter drücken. Bei der Geschwindigkeit, denke ich, dauert es etwa 10 Minuten. Haltet euch fest, es geht los. Linker Hebel, Pfeiltaste nach oben, rechter Hebel, Menü. Oh, okay. Das heißt, ich muss jetzt hier abwechselnd klicken. Irgendwann bekomme ich nämlich den anderen Zug auf die Spur. Das heißt, der fährt dann halbwegs neben uns. Ich werde jetzt ganz, ganz schnell klicken. Am besten sage ich in der Zeit nichts, damit hier dieses Geklicker nicht im Hintergrund mit drin ist. Oh Mann! Meine Finger! Muss man das Gamepad ablegen? Geht irgendwann doch schon ganz schön in die Finger. Ah, da ist der Zug. Okay, wir springen ab. So, und jetzt ist es nämlich so, dass wir verschiedene Kämpfe austragen müssen. Für jeden Waggon ein Kampf. Beim vierten Kampf ist, glaube ich, einer, dem wir was stehlen können. So, und wir müssen halt so schnell wie möglich kämpfen und den Kampf beenden, damit die Zeit nicht zu knapp wird. Puh, ich werde natürlich die Kämpfe mal drin lassen zur Sicherheit. Weil es ja doch irgendwie storyartig ist. So, Eis 3. Oh ja, Limit passt mir gut. Soweit ich weiß, wird er dann nämlich stärker. Hatte ich
ich damals einen Charakter für den ausgesucht? Nee, da ist noch die alte Bestie. Ist ja nicht so schlimm. So, na gut. Ach, er kriegt volle MP dann. Nee, HP. Doch, HP und MP? HP? Weiß ich nicht. Irgendwas macht er auf jeden Fall. Ich hoffe, er beendet den Kampf ganz schnell. Zauber, Heilung, Beschwören. Das dauert mir zu lang. Lieber Normalangriff. Gut, den haben wir fertig. Sehr schön. Dann jetzt ganz schnell beeilen und den nächsten Kampf machen. So. Das war Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2. Das sind sogar gleich zwei Gegner. Nur gut, dass Eis auf beide geht. Zauber brauche ich nicht. Angriff normal. Zauber Komet. Oder, ja doch, Zauber Komet. Limit. Was macht denn das Limit? Okay, das ist gut. Ja, wie gesagt, wir müssen den Kampf ganz, ganz schnell beenden. So. Wir haben noch knapp 7 Minuten Zeit. Aber ich hoffe mal, dass wir das schaffen. Ich habe absolut keine Ahnung mehr. So, Angriff. Angriff. Hat er sein Limit jetzt nicht benutzt, oder? Ich weiß es nicht. Wie ihr sehen könnt, wir sind ja in Hyper-Modus. Das heißt, der Limit-Balken füllt sich jetzt auch wesentlich schneller. Deswegen hat Vincent jetzt schon wieder seinen neuen Balken. Kommt, beeilt euch. Wir müssen ganz, ganz schnell hier diese Viecher killen. Gallianische Bestie. Oh, ist das nervig, dass die stumm machen können. Oh, und Vincent ist gleich tot, sehe ich gerade. Kriegt er jetzt mehr HP dazu? Wie ist das? Ja, kriegt mehr. Oh, er heilt sich sogar voll, das ist schön. Gott sei Dank, da war das ja irgendwie doch gerade ein guter Moment, dass ich diese Limit benutzt habe, sonst wäre er mir verreckt. So, okay, schön, den Kampf haben wir geschafft. So, ich werde jetzt aber mal ganz schnell Pause drücken. Oh mein Gott, es geht keine Pause. Ah, okay. Dann, ja,